Strahlen kommen und wissen, aber super aussehen. Steht im Grunde genommen wirklich dafür, was wir auch fordern. Wir reden nicht von der Lufthansa, wir reden nicht von der Automobilindustrie, nicht von der Deutschen Bundesbahn, die alle Hilfe brauchen, sondern wir sind wirklich in unserem Gewerbe, das sind fast 4000 Betriebe, in Vergessenheit geraten. Und da sind so viele seit Jahrzehnten in der Region gut verwurzelte Betriebe dabei, Familienbetriebe, die wirklich vor die Hunde gehen. Und es gibt eine Umfrage, sinnigerweise des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmer, das darf ich ja auch ruhig erwähnen. Wir haben eine Umfrage gemacht und demnach ist bei 85% meiner Kollegen in 3 Monaten Schluss aus dem Haus. Und wir haben ja dieses Programm erstellt und haben gesagt, wir fordern einfach, dass einmal die Öffnung vom 28. Mai ohne Beschränkung. Ich bin gestern Abend in einem Taxi gefahren zu Fürth. Der Friseur darf auch, Ihnen darf man auch den Bart schneiden, das bei mir. Sie sind hier verantwortlich, Sie wollen mir die Zone übergeben, habe ich gehört? Ja. Ja. Wer ist da der Ansprechpartner? Wenn Sie den Politiker meinen, bin ich das, ich bin vom Petitionsausschuss und wenn Sie denjenigen meinen, der die Kette. Man darf nicht in 2-3 Minuten machen. Ist das da, wir sind in einer Minute weg. Nee, ich brauche jetzt eine Verantwortung. Das ist sicher für mich, oder? Ich bin jetzt kein, ich bin der Verantwortliche dafür, dass jetzt so viel der die Position übergeben will. Das ist der Herr, der übergibt die uns. Also, Sie sind Herr? Totenhaus, ich übernehme die Petition. So, Sie sind von? Bundestag. Bundestag. Ich bin Sprecher und Obmann der Petition. Das sind alles Abgeordnete des Bundestags. Wunderbar. Dann haben Sie einen Ausweis dabei? Könnten Sie das bitte in einer Minute machen? Da bin ich aufgetan, dass wir alles weitermachen wollen. Darf ich Ihre Dienstausweis aufsehen? Ja, das ist natürlich. Okay. Hallo? Soll ich jetzt wieder deine Hand überprüfen? Bitte? Ah, okay. Wir können jetzt alle weiter klären. Okay. So, tut mir leid, aber ist alles gut. Also wie gesagt, es sind viele 85% sind wirklich am Ende in 3 Monaten. Wir brauchen die Hilfe ganz dringend. Ich weiß, wir haben kurz von hier so eine Petition, dauert 4 Wochen, wie auch immer. Vielleicht kann man es beschleunigen. Das ist meine ganz, ganz große Bitte. Uns hat man wirklich, wir haben alle einen guten Job gemacht, auch die Oppositionspartei, ohne Frage in dieser Krise. Aber da macht man immer noch Fehler. Und wir sind wirklich übersehen worden und deswegen sind die ja auch alle da. Wir sind deswegen da, weil keiner Gehör bekommen hat. Ja? Und jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen die Tür aufgestoßen. Was ist unsere Bitte? Nehmt euch dieser Sache an. Diese Familienbetriebe sind in 3 Monaten weg vom Fenster. Und auch wir sind das von 8 bis auf systemrelevant. Weil wir befördern Schulklassen von A nach B, national, international, aus Südfrankreich, wohin auch immer, Kegelclubs am Wochenende, meinetwegen auch Fußballfans, Seniorenvereine und. Wochenende für Wochenende sind wir unterwegs, wo die meisten Feierabend haben. Denken Sie mal in die Monate Mai, Juni, wo die ganzen Feiertage sind. Da gehen die Leute Mittwoch schon in den Urlaub, da ist bei uns hochgezogen. Also wirklich, helft uns. Das ist kein Bitte, retten hier nicht, sondern ich will nur Lösungen haben für uns. Das ist ganz klar. Vielen Dank. Das ohne war verdeckt, das wäre jetzt schade. Marcel Klinger, unser Sprecher im Tourismusausschuss, würde sich der Sache gar nicht besonders annehmen. Wir haben das ja auch in der Debatte kontinuierlich. Wir sind dabei. Wir haben großes Verständnis dafür. Ich bin selber Handwerker. Ich sehe, wie das draußen los ist. Ich weiß, was meine Kollegen machen. Wir alle haben mit Hotelgewerbe zu tun. Also, da brauche ich nicht viel zu sagen. Aus allen steht das Wasser, Oberkante, Unterlippe. Der kleine Unterschied ist nur der, wenn ich da unterbrechen darf, dass Restaurants, Hotels, was wichtig ist, aber auch wieder eine Perspektive. Aber uns fehlt diese Perspektive. Die müssen wir schaffen. Die Vorschläge, die gekommen sind, dass wir fahren dürfen, jetzt Einhaltung des Mindestabstands, bedeutet in der Realität, wir kriegen 10 Fahrgäste eine 5. Sitzerei. Das zahlt kein Mensch. Da legen Sie noch drauf. Da müssen wir eine Lösung schaffen. Vielen Dank, dass Sie da zusammen sind. Danke, alles Gute. Vielen Dank. Wir haken nach.